Nicht mit Blitz und Donner, so doch immerhin mit vielen Zimmermann-Sachsen ist der Feuer oben geklopft worden, ein alter Brauch bei der Aufrichtung für ein Gläschen zu nehmen, merci. Und vielleicht auch für die bösen Geister zu vertreiben. Heute oben haben wir ja solche hier, aber die haben wir wahrscheinlich mögen. Herzlich willkommen, liebe Gäste hier zu Langnau. Herzlich willkommen, Zuschauer daheim. Ich wünsche euch einen schönen Abend bei der ersten Ausgabe von Komm und Schau am Samstag. Etwas mehr Besseres von früher, der mit Ross und Wagen und erst noch vorab Militärmusik lang noch. Die beiden Gäste, die ich hier bei mir habe, das ist der Gemeindepräsident von Ftan, der Herr Stupan und Frau Schmid von Ihnen. Herr Stupan, nach dieser Sendung haben ja die Ftaner zu Komm und Schau angeschaut. Sie waren zufrieden gewesen, hat man sie wiedererkannt? Ja, auf jeden Fall war das sehr positiv gewesen und das hat der ganzen Bevölkerung sehr eine grosse Freude gemacht. Dir und uns auch, ich sogar noch ein Brocken Romanisch gelernt. Adinus Ningunos Programm. Ja, lassen wir es jetzt, aber ein bisschen. Frau Schmidt, ihr habt etwas wunderbar gekocht, das Kauerrad dort. Und man hat gesagt, man dürfte Rezept verlangen. Wie viele Bestellungen sind gegangen? Wie manchmal habt ihr das Rezept müssen verschicken? Ja, es sind sehr, sehr viele Anfragen gekommen. Wir haben ca. 5'000 in der ganzen Schweiz verschickt, dieses Rezept. Eieiei, Langnauer, ihr könnt noch auf etwas gefasst machen. Ich möchte euch jetzt, euch alle und euch daheim zu einer weiteren Emmentaler Spezialität einladen. Zu einer Tanzfolge, einer schönen Emmentaler Tanzfolge. Es sind Trachtentanzleute aus der ganzen Region Oberemmental, die uns die Schritte zeigen. Und die Musik dazu macht die Familie Kapelle. Thank you.
Wir haben eine wunderbare Woche verlebt hier. Wir sind seit dem Dienstag hier bei wunderschönem Wetter. Und in diesen Meritstängen, das sind echte vom Langnauer Merit, haben wir probiert. Und heute Mittag haben wir sie drauf tun, die gelben Dächer hier. Oh, es sind wirklich noch keine zwei Minuten angefangen gewesen, die Sendung. Da hat es aufgehört zu regnen. Ich hoffe, es habe ich durch. Das ist ein bisschen Informationen. Es gibt noch weitere Informationen. Der Gemeinderat von Langnau hat eine Schrift herausgegeben, ein Büchlein mit Fotos drinnen und Geschriebenem drinnen. Und dort heisst es auf einer der ersten Seiten, dass der, der Langnau will, schnell hinter sich lassen, das kann machen, er braucht mit dem Auto nur etwa 5 Minuten. Wir haben nicht einmal so viel Brauch gehabt, als wir vor wenigen Tagen mit dem Helikopter hier gestartet sind, für ein paar Bilder zu machen, die wir jetzt sehen können. Aber die Bilder sollten dann doch beweisen, dass der, der Langnau in 5 Minuten hinter sich lassen, nicht zu den Gescheitsten gehört. Hier sind wir beim Bären in die Luft aufgegangen. Übrigens ziemlich genau in der Mitte der Schweiz, geografisch gesehen. Jetzt sehen wir Langnau von oben runter. Ach, das Langnau, das ist ein allerliebstes Ding. Kein Dorf, kein Flecken, keine Stadt. Akkurat wie Mädchen auch am allerliebsten sind, wenn man von ihnen nicht zu sagen weiß, sind sie noch Kinder oder Jungfrauen oder gar schon Weiber. Seid der Gott helfe dich, als Reide Fehlfreude. Das ist ein paar Jahre her. Ihr seht selber, Langnau ist zwar noch in der Stadt und will auch keine sein, aber mittlerweile ein Dorf mit 9000 Einwohnern, wo längstens nicht mehr alle in Bauernhäusern wohnen und leben oder als Bauern arbeiten. Langnau ist der Hauptort vom Amt Signau. Um Langnau herum liegen die Gemeinden Summiswald, Trachsuwald, Lauperswil, Signau, Eggiwil, Trubschachen und Trub. Und durch Langnau fließt Dilfis und deren darauf sind wir dann nachgeflogen. Die Landschaft der Gemeinde Langnau wird durchkreuzt von über 75 km Gemeindestrasse. Die meisten Wege asphaltiert, Naturstrasse. In der Natur gibt es auch hier Gänge weniger. Das ist der Zahn der Zeit. Ihr seht selber die typische Oberemmerdauer Landschaft mit ihren Krechen und Höcker und Ecken und steilen Matten und Ächer und drin die pebbigen Höfe und die angeklebten Heimetli, wo man die Hühner anbringen muss, dass sie nicht runterfallen. Und gäng wieder Wald. Ein Spruch sagt, der Emmerdauer Bauernhof ohne Wald ist wie ein Bett ohne Decke, eine Schneedecke, hier jetzt im Main noch, aber nur oben rein. Etwa 40% vom Land ist bewaldet. Die höchsten Tannen von ganz Mitteleuropa stehen im Dürsrüttiwald. Im Winter wird dort gäbe geholzt, diesen Winter besonders, auch wegen Öl, so drücken die Araber durch bis ins Emmetal. Wo Christen leben, vor allem Reformierte, daneben auch katholische Altäufer, Methodisten, solche bei der evangelischen Gesellschaft, bei der Heilsarmee, bei der Gemeinde für Urchristentum. Nur der Boden allein lenkt die Hütte hier nicht, sie brauchen auch noch einen kleinen Himmel, wo an schönen Tagen Tiefbau über dem Napf, im Hogant oder Strattenflur hängt. In dieser Landschaft lebt der Emmerdauer. Und wir heute oben zwei Seiten sind, wir alle zusammen mit ein paar Gemeindepräsidenten aus früheren Sendungen. Jetzt gebe ich zur Margrit. Das heisst, der Gemeindepräsident, eine ganze Delegation aus allen 15 Um- und Schau-Sendungen der letzten 3 Jahre, ich muss dort ablesen, ich weiss nicht mehr auswendig. Laufenburg, Tavers, Geis, Ftan, Grächen, Wiedlisbach, Villa, Erne, Lenzburg, Wilchingen, Winslingen, Ganderswil, Ausserberg, Fanas, Erlach, die alle sind da. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Ich weiß nicht, ob es euch da oder denen daheim auch so geht. Manchmal tut man sich von einer Gegend etwas vorstellen, wie die Eskimos haben alle einen Kranz um den Kopf. Ich werde jetzt ein paar von euch fragen, wie stellt ihr euch das Emmental vor? Die Emmentaler, Herr Ritzmann, ihr seid von Wilchingen, der Gemeindepräsident. Was ist für euch ein Emmentaler? Emmental ist Käse oder ist vor allem Löcher im Käse. Und ist eine schöne Landschaft mit Wald und mit Einzelhöfen und mit Individualisten, wo die wohnen. Herr Kuratli, was würdet ihr sagen? Der Herr Kuratli ist von Laufenburg, der Gemeindepräsident. Ich würde meinen, das Emmental ist früher ganz bekannt worden durch das Holzgeschäft. Ich bin selber auf diesem Fach tätig und deshalb auch eine gewisse Beziehung zu diesem schönen Flecken. Ganz klare Vorstellungen. Vielleicht noch der Herr Aliesch. Er ist von Fanas, ist das gesehen, der Gemeindepräsident. Was seht ihr unter einem Emmentaler? Ja, ich sehe unter einem Emmentaler
bin ich einfach ein Emmentaler, oder? Einfach ein Emmentaler. Ein lustiger. Ja. Also das war jetzt ein Eingeflöss gewesen. Aber wir haben mit der Filmkamerad Langnau und auch in der Umgebung ein bisschen Stimmungsbilder eingefangen. Eine Art Collage über Land und Leute. Und wir wollen schauen, ob jetzt das zu dem passt, was dir da gesagt hat. Es ist einfach schön, dass es noch so richtige Gegensätze gibt. Auf der einen Seite der Geschäftsmann, der elegant mit dem Mäppli oder das modische Fräulein. Und nachher wieder so ein richtiger Bilderbuchbauer im Halbreinigen und mit dem Rucksack. Ja, und jetzt wieder ein bisschen Musik. Der Auftakt macht das Alphorn-Trio Oberemmental. Und nachher singen die Jodlerclub von Langnau, Barrow, Trub und Trub Schachen miteinander den Emmentaler Alpauffahrt von Hedi und dem Oskar Schmalz. Thank you.
Jetzt ein paar Worte und ein paar Bilder über Werchti. Herr Hirschbronner, ihr seid Gemeindepräsident in Eggiwil. Wir haben euch ganz am Anfang beim Feuerobenklopfen schon ganz kurz gesehen. Ihr seid selber auch in der holzverarbeitenden Gewerbe beschäftigt. Ihr seid ein Unternehmer. Ich habe gesagt, zu jedem Emmerdauer Bauernhaus gehört ein Wald. Das ist wie eine Decke. Und wenn die fehlt diesen Frühzeilen. Das Holz spielt eine ganz wesentliche Rolle. Wie die dir zu den Wäldern schauen, heute? Ja, zu den Wäldern wird im Grossen und Ganzen unserer Gegend gut geschaut. Nicht zuletzt, weil es viele Privatwaldungen sind, wo die Bauern selber ihr Eigentum Wald haben, dann schauen sie natürlich zu dem besonders gut. Wir haben aber auch ganze Haufen Staatswaldungen, wo die sind ganz ihre erstklassigen Pflege. Ich glaube, der Wald, der so wichtig ist für die
das Leben vom oberen Emmittal, landschaftlich und hauptsächlich auch gesundheitlich. Die Luft im oberen Emmittal ist gut. Das ist nicht das letzte Beweis, tut sich darbringen, dass in den abgelegenen Gemeinden vom oberen Emmittal meines Wissens noch nie ein Millionär gestorben ist. Das ist ein ganz guter Beweis, dass die Luft bei uns dank dem Wald eine gute ist. Das rhetorische Können vom Gemeindepräsidenten von Eggiwil. Vielleicht noch eine weitere Frage. Holz, Wald, Forstwirtschaft. Wie ist es mit der Landwirtschaft? Welches Gewicht nimmt die Landwirtschaft im Emmental auch heute? Ja, die Landwirtschaft nimmt im Emmental noch gängig. Überwiegend, glaube ich, ist das Gewicht. Man muss doch sehen, dass ein grosser Teil von der nicht in der Landwirtschaft arbeiten, das wollen wir vielleicht heute auch nicht mehr sagen, aber doch ist ein grosser Teil von diesem Gewerbe, von diesem Kleingewerbe, von der Landwirtschaft sehr stark abhängig. Und dann muss man doch sehen, dass die Landwirtschaft eben das Ganze ein bisschen mitdreht in unserem Gebiet. Auf die Problematik der Landwirtschaft heute, auch hier wahrscheinlich im oberen Emmental, wollen wir nicht zu reden kommen. Wir haben eine unterhaltende Sendung am Samstag oben. Wir können nicht alle Probleme wälzen. Probleme aber gibt es. Es gibt noch andere Arbeitsplätze. Mir am Tisch ist auch der Gemeindepräsident vom Gastgeberort von Langnau, der Herr Lichti. Herr Lichti, darf ich euch ein bisschen um Auskunft bitten über die anderen Arbeitsplätze, die es hier in Langnau und Umgebung gibt. Wir haben hier in Langnau natürlich viele andere Möglichkeiten. Wir haben praktisch alle Branchen hier vertreten. Apparatenbau, Maschinenbau, allgemein metallverarbeitende Unternehmen, Bauunternehmungen, Webereien, Schachtelkäse, Biskuitfabriken und so weiter und so weiter. Ich würde sagen, im Moment hätten wir noch eine ganze Anzahl Arbeitskräfte hier nötig. Und es wäre wünschenswert, wenn die etwas mehr hier in der Region bleiben würden, als rauszupendeln und am Abend nur daher schlafen. Eigenartige Situation. Ihr braucht hier Arbeitskräfte. Was ist der Grund, dass sie nicht kommen? Zu wenig Lohn oder die schöne Natur? Das Letztere stimmt. Das Erste noch. Ich glaube, auch die, die hier schon tätig sind, können sich nicht beklagen mit den Löhnen. Und ohne dass wir angepasst sind an andere Agglomerationen, hätten wir auch die heute nicht mehr, die wir noch haben. Das ist irgendwie ein anderes Phänomen. Wir wissen nicht genau, warum dass sie nicht zurück in unsere Region kommen. Sie werden hier gut ausgebildet, gehen hier die Schule besuchen. Und dann, wenn sie produktiv wären, tut leider der grösste Teil irgendwo auf eine Art abwandern. Wir hätten gerne, dass sie nach dem Wanderjahr wiederum ein bisschen mehr hier zurückkämen, damit wir nachher auch einen Nutzen davon hätten. Auch das ist wahrscheinlich ein Problem, das wir in dieser Sendung hier nicht fertig diskutieren können. Das wären ein paar Worte über den Alltag. Nicht ganz Sonntag, aber auch nicht nur Werchte. Das ist ein anderer Tag, nämlich der Märittag. Ja, Dienstag heute, und wir wollen zu Märi. Der Karren ist doch schon seit gestern abends weg. Drum machen wir uns jetzt auf den Weg. Der Karren ist doch schon seit gestern abends weg. Drum machen wir uns jetzt auf den Weg. Jololo, ulu, ololo, ulu, ololo. Obst und Gemüse und frische Eier.
Krämplerfraueli von Jakob Ummel hat das Duett Wüthrich von Niederhäusern gesungen. Und hier haben wir Bilder. Bilder vom Meret. Es war schön am letzten Langnauer Merit, am letzten Mittwoch. Vom Wetter her fast schön. Die Bauern haben zwar das Wetter gebraucht, um die Töpfe zu verstecken und das Geld zu behalten, anstatt den Meritfahrer abzuladen, aber immerhin gehandelt ist gleich geworden. 6-mal im Jahr ist Langnauer Merit. Und das seit 500 Jahren. Die Leute kommen aus allen Himmelsrichtungen, für andere Leute endlich wieder einmal zu sehen und selber gesehen zu werden. Es ist ein gesellschaftlicher Anlass, der Langnauer Merit. Und früher hat dann dieser Tag amigs richtig zufrieden aufgehört. Nämlich mit einer schlägelten, einer gut vaterländischen, die Zeiten sind vorbei. Das ist nur, wenn man mit dem Eintang nicht den ganzen Rücken. Ja, dann kannst du das rausnehmen. Ja, und dann kannst du das ohne weiteres brauchen. Brauchen, schrauben, ja. Wie geil. Ist das mal filmen? Ich gebe Log jetzt den Hosenträger. Ist aber nur für Männer, die schwer arbeiten müssen. Heute, wo wir denen haben, die arbeiten, schwer vorkommt, kann man nicht die anderen geben, gell? Aber ich gebe dir noch die Beschreibung dazu, beide Paar auch noch für 10 Franken. Nur hier am Langnauer Markt. Wenn es Redner gibt, man bei der Wirtschaft. Du Wacker, du Wacker, sie gar nicht kommen. Er muss nicht in die Augen gehen, hä? Statt abfeilen, die wir das abholen, es geht schneller, es wird feiner. Denn so viel und so schnell können wir nie feiern, wenn wir tun. Alles mit weiter weg. Im Emmental fliessen in Langnau. Dämmen durch. Das stimmt nicht, sonst müssen nämlich das Schweizer Örkeli Trio Ilfis, Schweizer Örkeli Trio Emmen heissen. Aber es heisst eben Ilfis. Ilfis, ein Fluss, ist ja noch sauber. Ja, ziemlich, ja. Und was fließt dort jetzt durch ab? Hat man mal, wenn man so eine Stecke drin hat, etwas rechts zum Rausziehen? Ja, also der Weisshai habe ich noch nie gesehen, aber etwa vor allem
Es gibt Leute, die sagen, es gäbe Forelle. Und das ist eine gute? Ja. Hast du selber schon mal eine rausgezogen? Ich bin nicht Fischer, aber ich habe es gehört sagen. Hört jetzt, ich habe jetzt gerade ein bisschen genug von dem Nassen hier. Ich hau es rein an die Wärme, kommen wir mit. Ich gehe in die Bären. Sali zusammen. Sali. Das erste Mal, als ich mit einem Bandwurm in eine Beize komme, aber das ist mein Mikrofon, das muss ich haben. Ja, Sali gesagt, ciao. Hallo, wie geht's? Ich darf dir du sagen, ja, gell? Ja, verständlich, das machen wir hier so. Ich habe einfach das gehört und in meinen Zeiten, die ich hier bis jetzt im Emmental innen verlebt habe, wenn man nicht du sagt, sondern sogar dir, oder das Schrecklichste, was könnte passieren, sie, das ist einer, den man nicht gerne hat, das ist ein fremder Fötzer hier. Du, muss man sagen. Hier habe ich auch so einen Tisch voll. Rudi Stauder, ein Steckimann, Heinz Reber. Ich hatte einmal einen ganz eindrücklichen Abend, Rudi. Bei einem anderen Rudi, beim Kästbau daheim. Am Samstag oben, es war schon bald Sonntag, so fest in der Nacht, da hat er eine Schallplatte aufgelegt, die du geredet hast. Loslegedicht. Und die Gedichte haben mich nicht mehr losgelassen. Die sind mir unter die Haut gegangen, das ist mir kalt. Und heiss, manchmal der Rücken zu durchgegangen. Losli lässt mich nicht mehr los. Losli lässt mich nicht mehr los, ja. Wie bist du auf den Losli gekommen? Das ist ja auch ein Emmentaler, oder? Ja, das ist eine lange Geschichte, wenn ich auf den gekommen bin. Ich kann einfach sagen, dass ihn heute so unter den Berner Schriftsteller ist er zwischen Gotthelf und Dürrematt der Beste für mich. Und er lässt mich auch nicht mehr los, das stimmt. Ich bin auch einfach ein bisschen Losli-Stalder bei diesen Leuten. Wo ich gerne wieder mit dem komme. Ernst, ist Losli dir auch ein Begriff? Du kennst ihn? Ja, das ist eigentlich der, wo ich, von der Traditionellen, den ich am besten kenne. Ich habe mal ein Vorwort geschrieben zu seinem Büchlein «Mein Emmental». Und dann habe ich das ganz seriös mal durchgelesen und Notizen gemacht. Und ich war unerhört erstaunt, was dort drin ist. 1909 oder so. Wir reden hier von jemandem, den wir vielleicht nicht so kennen. Am besten lernt man jemanden eine Arbeit kennen. Rudi, darf ich dich mal bitten, uns so einen Losli-Vers vorzutragen? Für uns alle zusammen hier. Grossetti ratet. Schau, Bub, du musst mir Gemeinderat werden. Die Leute estimieren dich halt mehr. Da musst du nicht gängig abhärden, dann wäre jetzt doch der Teufel gesehen. Es ist nichts weder recht und billig, dass du in den Gemeinderat reinkommst. Ich bin gerade rausgesehen, gern willig dazu, dir zu helfen. Es ist mein Wunsch, dass eine Gang von meiner Haushaltung unseren Gemeinderat innen hockt. Und du bist jung und bist gewaltig. Darum greif da zu und bist kein Stock. Wir haben die meisten Kühezentren, das meiste Land, das meiste Geld am Zeiss. Darum ist es recht, dass wiederum wir zu befehlen kommen. Schickt sie brav, wenn reiche Mann auch wieder Gemeinde zu regieren haben. Von wegen, sind die eine Strand, geht es unserem nicht hätten zu bei. Sie anger drin, weil die auch schlecken, die Hunde helfen auch. Um einen Gang, sie haben das Recht, alleine in der Ecke so sperrig zu haben. Sie stolz in Peng. Sie meinen, die Gemeinde sei versehen. Soll niemand sonst nichts nutzen gehabt, die Paletto, Holeia und alles, wie es nicht soll gehen. Wenn jemand meinst, du seist zu dumm, für in diesem Gemeinderat drinnen zu sein. Hab nicht Angst. Hock dort wie ein Stumm. Ich war ja auch 40-jährig. Die Männer hier machen, das ist ein richtiges Berner Spiel, Platzke. Wie sind hier die Spielregeln? Wie geht das? Ja, das sind 17 Meter, muss man hier werfen. Das Objekt ist von 1 Kilo bis 3 Kilo.
darf aber 18 cm nicht überschreiten, Durchmesser. Und so viel wie weiss aus Eisen, also jawohl, das mögt selbst recht die Bärenringe nicht recht verlieren. Jawohl, das ist aus Stahl. Und jetzt dort das mit dem roten Pfosten, was passiert, muss das da dran an? Jawohl, das ist 100, wenn es dran an ist. Ein Zentimeter davon ist nur noch 99. Das wird vom Pfosten weggemessen. Das ist einfach unsere Freizeitbeschäftigung. Spielt da Mannschaft? Habt ihr eine feste Mannschaft oder ist das wie beim Boccia? Das ist eine feste Mannschaft, das sind Club. Und das gibt einfach auch Wettspiel unter den Mannschaften. Und unter den Mann, ich frage jetzt nicht, ob die Frauen mitspielen, wenn ich das zuschaue. Mir ist der Fall klar. Ja, liebe Zuschauer, wenn ihr da ein bisschen umschaut und die Köpfe anschaut, wird nicht der eine oder der andere oder ja, auch eine Menge sicher bekannt vorkommen. Es sind nämlich Leute vom SC Langnau und für Sportbanausen 1975-76 Schweizer Meister Nationalliga A. Welcher von euch, das ist glaube ich er, der die meisten Goal gemacht hat. Wie viel sind es? 14 Stück. Das ist eine rechte Sache. Oh, es hat einer geklatscht. Wie ist das? Das ist ja jetzt ein bisschen lang her. Seid ihr gleich noch die Helden von Langnau, die Galionsfigur? Oder wie werdet ihr angeschaut? Ja, nicht mehr ganz, aber jetzt, die nächste Saison werden wir wieder versuchen, noch einmal Meister zu werden. Zählt ihr also gleich noch etwas? Ja, viel Glück auf jeden Fall. So, es tut nämlich draußen grusig und wir lassen die aber weiterspielen. Die harten Männer mögen das verleiden. Wir schauen wieder ein bisschen in Bären. Wieder hier mit den Berichten. Es gibt noch. Ja, eigentlich die Situation ist die. Neben mir hocken zwei, wo man eigentlich fast gar neben einem explosiven Bauverfass hocken. Zwei, die dem da mal zünftig und grusig verrückt gemacht haben. Sie haben das gemacht mit Versen, die sie nachher dann vertont haben. Sie haben das auch gemacht mit Radiosendungen. Hast du die Radiosendung gehört von Reber und Ecki mal im Radio? Ja, eigentlich von Reber habe ich auch noch nicht so viel gehört, mehr von Ecki mal. Aber man hat gehört, dass es einen gibt. Ich habe das natürlich auch gehört. Ich habe ein bisschen in den Beizen an den Wirtshaustischen umeinander. Ernst, hast du das Emmental gern? Ja, sehr gern. Ich glaube, das, was man gern hat, für das engagiert man sich oder mit dem beschäftigt man sich. Und die Sachen, die ich da geschrieben habe, sollte das eigentlich beweisen, dass ich es gern habe. Heinz, du bist ein Schangnauer. Lebst in Bern, lebst in einer Stadt, von Bern kann man nicht sagen, es ist eine Großstadt, aber immerhin in einer Stadt. Was ist für dich das Emmental? Also ich habe natürlich längere Zeit, also im ganzen 7 Jahre am Rand des Emmental gewohnt und bin viel ins Emmental spazieren. Und bei diesen Spaziergängen hat mich vor allem einfach auch die Landschaft fasziniert. Und was ich so in diesem Emmental Städter jetzt gespürt habe, der zwar auf dem Land wohnt. Und aus diesem Grund haben wir auch die Gedichte von Ernst Egi mal angesprochen und die mal versucht zu vertonen. Wenn ich jemanden mal die Platte gespielt habe im Radio, und dann sind grüne Kühe auftreten und rote Uter, dann sind die Leute verrückt worden und haben telefoniert. Was meinst du mit diesen grünen Uter, Ernst? Sag sie mal. Ich glaube, das ist eine Art Pop, nicht? Also, wir haben jetzt zum Beispiel heute Abend hören wir viel von Folklore und so. Und das ist auch schon nicht mehr naiv, sondern das ist schon irgendwie, sagen wir mal, eine Zeremonie oder etwas, das man übernommen hat und wo man Freude dran hat. Und die Gedichte sind eigentlich schon die zweite Reflexionsebene. Man nimmt das und tut es noch einmal verändern. Also man tut es irgendwie aussegeln und tut, so wie gerade in einem Popmaler, andere Sachen drin und andere Farben drin. Und da gibt es eine Art Verfremdung. Also ich würde sagen, Zemmital kann ja sehr gut eine Postkarte sein. Es ist so schön. Aber man sollte vielleicht die Postkarte wieder ein bisschen verändern, dass man das richtige Emmental wieder sieht. Heinz, darf ich dich jetzt bitten, das Lied zu spielen mit deinen Kollegen zusammen. Ich selber möchte nur noch sagen, ich habe bis jetzt immer sehr grossen Spass daran gehabt an diesen Sachen von Reber und Ekima. Ich will zuerst noch meine Freunde vorstellen. Er Handorgel, er Polken und der Glocke ist der Aschi Frey. Und er Geige, der Schell Keller. Ein Lied für Samu Buri über die Kühe.
schöne Kühe in den grasgrünen Matten. Siehst nur die grünen Unterleuchten. Wenn eine Kuh in die Sonne schaut, geht das Licht weit, 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 weit rein. Dann ist sie in einer Kuh nicht mehr so schwarz, wie wenn die Kuh die Augen zu hat. Eine gute Kuh muss ein Maul voll Gras mit zu ihren Augen etwa 50 Mal käuen, bevor sie das zweite Mal schluckt. Nur so wird das grüne Gras schön weiss. Schau, die Kuh tut das Maul auf, die Kuh tut das Maul zu, schau. Die Kühe tut die Mühle auf, die Kühe tut die Mühle zu, schau. Schau dort das grosse rote Nutten, mitten in dieser Landwirtschaftslandschaft. Und die Kühe voll Milch und Käse und Anken und Käse und Anken und Anken. So gute Kuh, du hast beim Husten die Augen zu, ich soll die Milch auch kochen. So grösser gelocht als eine gescheite Kuh. Aber bei uns gibt's halt nur gross gelochten Käse. Ein Kalb kann nicht kalbern, ein Kalbern und kalbern ist ein Gusti. Ein Gusti kann nicht kalbern, ein Gusti, der kalbert, ist kein Gusti mehr. Ein Gusti, der kalbert, ist eine Kuh. Und eine Kuh kann gern wieder Gust sein. Landschaft. Und die Kühe voll Milch und Käse und Anken. Und Käse und Anken. Und Anken. Ich bin noch nie so schnell zu einem Abzeichen gekommen beim Fernsehen. Ich habe schon ein Platzgradzeichen. Ich lege es nachher an, ihr werdet es dann sehen. Ja, wir sind wieder mitten in dem Sportspiel, das zum Bernbiet gehört. Auf dieser Seite bei mir sitzen die Hornusser, auf der anderen die Schwinger. Wie ist das mit dem Hornusser? Kann man das jemandem, der es nicht kennt, erklären, wie man das so macht? Ja, das ist ganz ein interessantes und gemütliches Spiel. Eine Mannschaft schlägt und die andere tut ab. Und so tut man zweimal bis dreimal wechseln. Und wie sieht das aus mit den Werkzeugen? Was braucht man dazu? Das Hauptwerkzeug, das wir brauchen, ist ein Stecken, ein Schingel, um die Hornus aufzufahren, und ein Bock, den man drauf schlägt. Und eben der Hornus. Warum das der diesen Namen hat, das wissen wir nicht genau. Es gibt solche, wenn sie durch die Luft gar nicht gut bereicht sind, so Ohren wie ein Hornus. Gäbe es von dort herkommt, das weiss niemand. Wie ist das? Braucht das vor allem Kraft? Oder ist das ein Spiel, das vor allem Geschicklichkeit braucht? Es braucht vor allem Geschicklichkeit und auch Kraft dazu. Aber einer, der viel Kraft hat und die kann umsetzen, noch mit der Geschwindigkeit zusammen. Und Geschicklichkeit, das ist auch einer von denen, die man dann meistens am Abend vorderst auf der Rangliste hat. Der, der jetzt hier den Nose aufsetzt, leimt der da an oder was gefettelt der? Ja, der muss ganz gut gesetzt sein, dass wenn man auf den Bock schlägt, dass der nicht gleich abgeht, dass er nämlich noch dort ist, wenn der Treff dran kommt. Also zu allem her noch Präzisionsarbeit.
Mit was schlägt man das nachher? Aus was ist das Material? Das Material, das man braucht zum Schlagen, er hat jetzt zum Beispiel gerade eine Metallstecke. Und nachher gibt es auch noch Stecken aus Kunststoff. Jesus, dass das der nicht überschlägt. Gibt es da keine Umbau? Ja, selten. Spielt man da in festen Mannschaften Hornussen oder kommt man da einfach so zusammen? Ja, da spielt man schon in festen Mannschaften. Da kommt man. Etwa eine Gruppenmeisterschaft und Nummer 6, aber sonst sind die Mannschaften gängig die gleichen zusammen. Wie sagt man einem Sieger beim Hornussen? Ja, an einem eidgenössischen Fest sieht man ihm, das ist der Schlägerkönig, und sonst ist es ein Tagessieger oder ein Emmitalischer Schlägerkönig. Oder sonst ist es in jedem Verband ist es der Schlägerkönig oder im eidgenössischen ist es dann wirklich der Höchst, vor allem zusammen, im ganzen Schweiz. Ist von euch auch schon einer so Schlägerkönig gewesen? Hast du Angst? Bis jetzt nicht. Also, etwa kleiner Anlass sind wir da schon dabei, aber an den eidgenössischen nicht. Aber nachdem er jetzt im Fernsehen so gross rausgekommen ist, kommt das sicher. Jetzt gehen wir zu den Schwingen rüber. Also das ist ja so ein richtiger Boden zusammen mit all so viel, ich weiss. Also gut, man muss Sackmehl drauf tun, es ist noch schön, wenn es nicht so regnet wie jetzt gerade. Aber ihr habt recht die Könige gehabt. Ja, im Emmental sind 21 Schwingerkönige hervorgegangen. Und zwar 1895, 16 und nach der Gründung. Das waren fünf. Das waren der Hans Stocki, der Albrecht Schneider, der Robert Roth, der Gottlieb Salzmann und der Hans Roth. Und der Höhepunkt, den die Emmitaler hatte, war 1929 in Basel am Eidgenössischen Schwingfest, wo ein Anwesender hier neben mir hockt, den Schlussgang gemacht hat mit dem Roth Hans. Noch ein Name ist mir vorhin aufgefallen. Stucki. Kommt der Ausdruck ab mit Stucki? Hat das etwas mit dem zu tun? Ja, man kann ihm vielleicht so sagen, es ist wahrscheinlich von dem Hans Stucki, der an der Kreuzstrasse gewohnt hat, in Konufingen. Und gell, der dreimalige Schwingerkönig. Und übrigens möchte ich bekannt geben, dass der Sohn von ihm heute Abend auch anwesend ist als Töpfer. Ja, den lernen wir noch kennen. Das ist kein Schwinger, aber er ist sonst gross rausgekommen. Die Schlünke, die wir hier sehen, fangen die Jungen schon so früh an? Ja, die Jungen fangen bereits schon mit 10 Jahren an schwingen. Die Schwingen als ursprüngliche Form des fairen Zweikampfs ist eine Überlieferung vom Brauchtum, mit dem die Bevölkerung im Emmental je und je verbunden war. Die Schwingen ist das Symbol von innerer Bereitschaft und Selbstbehauptung aus eigener Kraft. Mut, Kraft und Entschlossenheit zeichnen den Schwinger aus. Der Wille zum Bestehen ist die Voraussetzung zum Erfolg. Nebst einer guten Kampfeinstellung und schwingerischem Können braucht jeder eine durchschlagende Kondition. Unter Kondition verstehen wir die durch wettkampfgerechte Trainingsbelastung erworbene körperliche Verfassung. Sie ist die körperliche Voraussetzung für alle Wettkampfanforderungen gewachsen zu sein. Das war ja ein vollendeter Vortrag, kann man fast sagen. Jetzt möchte ich noch fragen, vielleicht einen von euch, wie schwer seid ihr? Ich bin 100 Kilo ungefähr. Das ist eine saubere Sache. Und was macht ihr jetzt? Gerade die Zahl. Und er daneben? 85 Kilo. Und wie ist das jetzt? Tut ihr miteinander schwingen oder sind einfach die gleich schweren gehen aufeinander los? Wie ist das? Nein, da gibt es keine Kategorien. Das ist ja das Interessante beim Schwingen, dass eben vorkommt, dass ein Kleiner, ein Bringer vielleicht 100, 120 Kilönige gewinnen kann. Und das ist das, was das Schwingen interessant macht. Ja, aber an was liegt das? Wieso kann der den schlagen? Ja, technisch muss der besser bewaffnet sein, wenn der schwer. Darum kann er mit Finesse, mit seinen Schwüngen, die er gelernt hat, kann er den Gegner so gewinnen. Und da gibt es keine faulen Tricks, oder? Also das sind ganz faire Spielregeln beim Schwingen, oder? Ja, das sind faire Spielregeln. Das ist alles im Reglement, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Was für Griffe, dass man das machen darf und welche nicht. Es sieht darum manchmal, wenn man so zuschaut, noch recht grimmig aus. Wie ist das eigentlich? Ich habe das schon gesehen beim... Hey, hört ja. Ihr, wo geht es da durch für zum Scherer Micheli?
Ja, zum Unterdoktor weit? Ja. Dann müsst ihr nur das Kuchenhäuschen die Stegen nehmen. Die, das Rumflatschen da im Nassen, das ist der ungesungen wie ein Hund. Ja, der gehört jetzt aber... Der müsst ihr nachher auch zunehmen, er soll besonders Bärenguter sein für Gesüchte. Ist was? Könntet ihr mich gleich anmelden? Ja, es ist dringend nötig, dir. Das ist noch eine glatte, hä? Ja, also ich glaube, ich komme jetzt raus, was das Schwingen öppen ist. Und die daheim hoffentlich auch. Hoffen wir es, ja. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war Langnau fast ein kleiner Wallfahrtsort wegen dem Schüppich-Michali, einem Wunderdoktor, einem Le Médecin de la Montagne, für die Meerbesserer. Das Güterli musste man ihm bringen, denn Schüppach oder eben Schermichali, wie er in der nächsten Szene heisst, hat Krankheiten aus dem Wasser abgelesen und Rezepte verordnet, die wahrscheinlich manchem Psychologen heute nicht mehr einfallen. So, du weißt jetzt also, der ist Herr Michali. Sie sagen es. Komm doch innen vor. Und ich bin Wüterich Marianne aus dem Frittenbach. Hast du schon Neues von mir gehört? Nicht, dass ich wüsste. Hey, wohl, wir sind doch Bläsers auf der Dösrütti verwandt. Die Frau dort ist mit mir Geschwister King. So, von dieser Sippschaft bist du. Und was bringst du Gutes? Herr Weger, Gott nichts. Mit einem schweren Herz komme ich zu dir. So bricht, was fehlt dir? Also mir Gottlob nichts, das wirst du mir jemanden angesehen. Wenn doch der Name, den du hast, du seist ein Wunderdoktor. Ja, das habe ich noch nie von mir behauptet. Aber schau, dort wärst du. Danke, Higgisch. So, und jetzt schütt mir dein schwere Herz aus. Also, für nicht lange Stempenei zu machen, ich komme wegen meinem. Für den muss man Handli ein kräftiges Mittel rüsten, sonst gibt es dir kurzum ein Unglück. Du könntest ihm auch Angst machen. Wo fehlt es ihm? Auf den Nerven hättest. Hallo, ja, schau mich nur an. Ganz schuderhaft ein aufgeregter Bitz Mensch ist das. Wenn ich nicht so ein ruhiges und gesetzliches Weibervolk wäre und im Gang könnte Negi haben, dann hätte es schon längst etwas Dummes gegeben. Moment, dann ist so schlimm steht's mit ihm. Das ist direkt ein Wunder, dass noch nie nichts passiert ist. Ja, in dem Fall ist wohl da, zu mir zu kommen, aber an was zeigt es sie denn, dass es auf den Nerven hat? Dann kommt schon rein, dann musst du nicht lange fragen. Schau, auf einmal ist er aus Höhe rechthaberisch. Nie will er im Fehler sein, nicht einmal, wenn man ihm das Grad nachweisen kann. Glaub's oder glaub's nicht, das ist der grösste Zwängring über 100 Decken und Gräben aus. Ich könnte mich nicht besinnen, dass er einmal nachgegeben hat, bevor man ihm schier auf ein Haus geknäult ist. Das ist in der Tat nicht schön von ihm. Zum Zweiten ist er schrecklich ein Ungeduldiger. Wenn ich nur eine Laus über die Leber läuft, so fährt er schon gerade auf Ärger wieder für den Teufel. Es mangelt nichts, wenn das jemand ist, löst ihn ein bisschen angehockt ist oder dass ich mit Zürcher Analyse so ein Graz mal ein Wörtchen berichte, der ist schon gerade zu Feuer im Dach. Ein richtiger Auflad ist er. Ja, das macht mir gewiss so waldgattig. Zum Dritten ist er unerkannt zanksüchtig. Wenn der nicht ständig mit mir kieben und kiffeln kann, dann ist sie mehrfach nicht wohl. Es vergeht auch kaum einen Tag, wo wir einander nicht in die Haare geraten. Stell dir jetzt vor, Michali, wie das für mich eine Lebtung ist. Bin ich nicht einfach eine arme, gestrafte Frau? Oh, das bist du, das sieht er bringen. Aber das Mandli wollen wir jetzt ins Enkel stellen, dass es weiss, was geht. Ich nehme dein Neue noch. Borg ihm nur nichts. Hast du etwa noch das Wasser mitgebracht? Etwa Schier habe ich.
ist allergattig drin. Wo denn? Ein Fürteufel. Aha. Und ein Zankong. Eben. Und ein Soferschanz Laferantimo. Gell? No, das wird ihm schon austrieben sein. Nur gute Frau. Das ist ein ganz sympathisches Mädchen. Als was? Ein sympathisches, ein bisschen die Tür zugegeben, aber dafür wirkt es dir auch. Von dem geben wir dir jetzt ein Götterli voll mit. Ja, nur so viel. Ich hätte lieber gerade rechts nehmen, es reicht so für ein paar Tage. Gut, kannst du haben. So, die fassen ein bisschen mehr. Und die Rüstung muss ich eingeben? Ja, nur das nicht. Das wäre just am Ende Öl ins Feuer geschüttet. Nein, hey, das Mittel ist für dich. Ja. Schau, am Mann seiner schwachen Nerven wird das viel zu hart angreifen. Du darfst ihm das Götterli nicht einmal zeigen. Sonst ist mit Teure Letz. Und jetzt los gut. Jedes Mal, wenn der Zankteufel in die Oberin kommt, gehst du in die Stübli hinter und nimmst einen Tauenschock von diesem Mittel. Aber ja, nicht jemanden nachschlucken. Im Mund behalten musst du es, bis dass dein Mann wieder ruhiger geworden ist. Verstanden? So weit schon. Und erst, wenn er wieder ganz still ist, darfst du Sachen schlucken. Was meinst du? Bringst du das echt fertig? Ja, ich werde wohl. Gut. Und wenn du mir auf das Wort folgst, hast du in ein paar Wochen den zähmsten Mann weit und breit. Also mich hat er überzeugt, der Wunderdoktor Schüppachter, Scherer Michael. Ich glaube, ich gehe wirklich zu ihm. Ist das nicht schön? Das ist ein Langnauer Örgeli, das Max Weilemann drauf gespielt hat. Und all das sind Langnauer Örgeli. Wer hat, seit wann gibt es die, Herr Weilemann? Ja, ich habe Angaben, dass im Jahr 1848 der Friedrich Hermann von Langnau so Örgeli gemacht hat. Und was ist das Besondere daran? Ja, etwas Eigenartiges sind natürlich die zwei Brummli-Pässe oder Schnarchli-Pässe. Du drehst Schnarchli drauf? Ja. Was sind die Unterschiede so im Grossen und Ganzen von diesen Örgeli? Warum gibt es so verschiedene? Ja, das sind verschiedene Generationen, Hermann, die die gemacht haben. Das sind verschiedene Tonarten. Es ist nur so Tonleiter drauf auf jedem Ohr. Alle sind anders gestimmt. Ich glaube, es würde keine Tonart passen oder wenigstens der Umfang würde nicht länger. Darum müsst ihr jetzt das grössere Örgeli nehmen. Der Stimmumfang von Sepp Trütsch mit einer goldigen Stimme. Übrigens. Er ist eigentlich nicht ein Berner, er kommt von der Schweiz, aber er wohnt jetzt hier und kann schön Berndeutsch und er kann eines von meinen Lieblingslieder, das Bernbiet von Jakob Ummel. Grüne Wälder, dunkle Schatten, hinterdraht der Firne Schnee. Wie ein Garten fällt um Matte, sag mein Herz, was mit noch mehr. Bern wird du, wie liebe Heimat, schöner kann es nie sein. Ich hab gängli Freude dran, dass ich Oh,
schauen, unser lieben Berner Bär. Bern, wie du, meine liebe Heimat, schöner kann es nie sein. Ich hab Enkeli Freude dran, dass ich Und jetzt wollen wir ein bisschen über das Essen reden und weil das vielleicht nicht für alle zusammen so sehr interessant ist, hier auf dem Platz, bitte in die Familienkapelle Abby, eins musikalisch anzulegen, so quasi eine Tafelmusik. Ich fange gerade mal an. Animiert hat mir der Sepp Trütsch, und zwar nicht wegen seinem Stimmumfang, denn der ist kolossal, aber er hat noch einen anderen Umfang, der hier durch. Ja, hier habe ich noch 10 Jahre Zeit, zu dem Mal zu kommen. Ich fange mal an, Hasenöhrli. Hey, weisst du, einer sollte reden. Aber wir sind hier zu einer Fernsehsendung so schnell durchkommen, das Kulinarische. Die Landfrauen sind hier. Ich kann ein bisschen backen, damit wir Nachschub haben. Hasenöhrli ist ein ganz altes Rezept, das die Landfrauen die machen. Wir haben hier Mehl, Milch, Eier, Anken, Salz. Dann wird der Teig gemacht. Wie lange muss man den Teig stehen? Etwa eine Stunde, circa. Nein. Gut, dann wird er ausgewählt. Dann gibt es die Plätzchen. Und die kommen ins kochende, siedende Öl rein. Die gehen ein bisschen weg, denn das spritzt hier. Kann ich essen, so. Fräulein Gerber, ihr seid Präsidentin vom Landfrauenverein. Wenn jemand Lust hätte, die Hasenöhrli hier wollen noch zu machen daheim, wo könnte man das Rezept bekommen? Kann man im Verkehrsbüro im nächsten Platz in Langnau bekommen. Und man kommt es dann am besten über, wenn man es an sich selber adressiert und frankiertes Kuvert beilegt. Verkehrsbüro, Hirschengraben, Langnau, das Rezept, Hasenöhrli, ich muss essen. Ich gehe zu den Käsern. Schaut zuerst noch die Brote an und die Züpfe und die schönen Bauernbrot. Das ist ein Fest. Ich habe mal, für wieder ein bisschen Gotthelf reinzubringen, die schwarze Spinne gelesen und dort hier vor allem das Hochzeitsessen. Das müsst ihr auch wieder einmal lesen. Es ist etwas das Größte, was es gibt. Etwa fast so gross wie Portionen, wo man hier im Emmental bekommt. Darf ich ein bisschen Käse haben? Herr König. Merci. So frisst sich ein alter ein Moderator des Programms. Es ist schon anstrengend. Herr Frey, ihr selber seid Käse. Das Käse heute, was ist anders gegenüber ganz früher? Ja, Herr Rhein, Mechanisierung hat auch bei uns in den Käsereien Einzug gehalten. Das heisst, wir haben circa zur Hälfte haben wir heute auch moderne Käsereien, die heute technisch ausgebaut sind. Und zur anderen Hälfte sind wir noch etwas veraltet eingestellt. Aber man hätte sich auch müssen erneuern. Es ist fraglos so, dass wir hier den Grossglockerti haben, den man im Emmental macht. Der Emmentaler. Einer, der einen Vertrieb darf, ist schnell zu mir Lehmann über. Herr Lehmann, kommen wir doch zu mir, dann sind wir noch beide zusammen im Licht. Nicht, aber gut. Ihr dürft Käse exportieren. In der fünften Generation macht das eure Familie. Wohin? Könnte das sein, muss, Anfang Juni muss ich auf Stockholm. Könnte das sein, dass ich euch im Flugzeug sehe, von Zürich auf Stockholm, einen Käse unter dem Arm und dort fragen, ob die... Ja? Also im Flugzeug sehen, das könntet ihr vielleicht, ob schon Stockholm ein bisschen wenig auf, dass man fleissig aufreisen kann. Aber der Hauptabnehmer ist nach wie vor Italien. Das ist unser grösster Abnehmer. Und die haben die ganze EWG. USA, wo der etwas übersehen. Und wie gesagt, die skandinavischen Länder haben hohe Abschöpfungen. Aber jedenfalls, die wollen reifen Käse, sogar mit Salzwasser, wie es eigentlich auch der Kühne in seinem Laden gerne hat.
ich weiss, dass die Milchbüchli-Rechnung etwa mit 650 Millionen Subventionen abgeschlossen hat, hinter sich gemacht. Das heisst, hinter sich gemacht, so kann man das nicht sagen. Aber es hat 650 Millionen Schweizer Franken gebraucht von der Steuerzahl, wo dann ich auch reingeht, damit er überhaupt weiterhin kann produziert werden kann, dass die Existenzen können gesichert bleiben können. In der fünften Generation seid ihr, geht das Geschäft bei euch weiter bei diesen Bedingungen? Jetzt wird es kritisch, aber mit diesen grossen Millionen, was ja eigentlich noch heisst, auf alles auf, dass sie Käsehändler, die da, das Geld verbrauchen. Das ist ja nicht ganz so. Das ist ja der garantierte Milchpreis. Und wir sagen immerhin noch, dass der Käseexport noch der beste Erlös ist, wenn wir müssen Getreide exportieren oder auch mit dem Fleisch happern, weil das Ausländische noch billiger ist. Gut, jetzt haben wir etwas ein Negatives gesagt. Habt noch 10 Sekunden Zeit für die Emmentaler mit einem Werbespot zu rühmen? Sagt ihr? Gute Loch, schöne Loch und guter Teig. Das Wichtigste für die Schweiz, dass sie bestehen kann, ist eben der Naturkäse, nicht pasteurisierte Milch. Und das tut der Kühne vertreten mit seinem Laden. Gut, jetzt haben wir den grossen Glocken, die grümt überall Böden. Jetzt wollen wir ihn noch besingen. Wir hören uns das alte Emmentaler Kühnerlied an. Und auf der Welt sind keine Leute, der Club von Obergoldbach hat das alte Emmentaler Kühnerlied gesungen. Neben Obergoldbach sind die Schweiler daheim. Dort, wo im 17. Jahrhundert auch der Bauernführer, der Niklaus Leuenberger, daheim war. Zwar nur so lange, bis man ihm wegen seinen aufmüpfigen Ideen den Ring abgehauen hat. Aber kommen wir doch hier vom Weg ab. Die Musikgesellschaft von Rüderschwil hat sich auf den Weg gemacht, das mit strammem Schritt. Und sie schmettern den Trompetenruf auf Langnau rein.
Wir sind im Küchlihaus. Es wird zwar seit Hunderten von Jahren nicht mehr geküchelt. Es ist jetzt das Heimatmuseum von Langnau mit wunderschönen Stuben da innen, mit alten Schäften und mit Geschirr natürlich, mit dem berühmten alten Langnauer Geschirr. Und der Jakob Stucki, ein weltberühmter Töpfer, den man bis Amerika kennt, ist jetzt da dieser schönen alten Töpferscheibe. Jakob Stucki, was ist das Typische vom Langnauer Geschirr? Ja, das Typische vom Langnauer Geschirr ist erstens, dass sie es also in lederhärten Zustand kitzen und nicht in trockenen. Das gibt ihm so eine ganz bestimmte Eleganz von der Strichzeichnung. Zweitens sind sich beschränkt in der Dekoration auf Tulpen, Rosetten und später durch die Nägel und das Blattwerk. In den Farben sind sich beschränkt auf Grün, Rot, Gelb und Schwarz. Das hat nachher dazu geführt, dass er praktisch jedes einzelne Stück, sei es eine Zuckerdose, Milch, Röstiplatte, nebeneinander stellen konnte. Es hat immer gepasst. Sind die Formen oder Dekor noch so unterschiedlich gewesen, eben gerade in der Einschränkung auf die vier Farben, haben sie dann gleich zusammen harmoniert. Und wie war es mit den einzelnen Formen gewesen? Sei jetzt das Hefe, sei das Zuckergeschirr? Hat da jeder einfach jeder gleich gross? Hat es da Normen gegeben? Ja, es hat natürlich schon Normen gegeben. Und zwar bei der Milch, bei der Bäckchen. Aber das sind alles Gebrauchsgegenstände. Man muss natürlich nicht vergessen, das, was wir jetzt hier sehen, das war so quasi das Sonntagsgeschirr gewesen. Das alltägliche Geschirr, das ist natürlich eine ganz gewöhnliche Suppenschüssel, Milchbäckchen. Hingegen da sehen wir jetzt eine Zierzuckerdose. Und da seht ihr jetzt die Variationsreichtum innerhalb von der gleichen Form. Aber die Farben sind wiederum beschränkt auf das Rot, Rost, wie wir dem sagen, Grün, Gelb und Schwarz. Hier haben wir jetzt einen schwarzen Grund mit weisser Hörnli-Malerei. Mhm. Ihr habt ja selber ein Stück Langnauer Geschirr gemacht, das aber anders ist als das. Was ist anders? Ja, ja, es ist einfach um die Jahrhundertwende, sind einfach die Fabriken aufgekommen und haben nachher die Kunstglasur, also die selber fertig gemachten Glasuren importiert. Und das hat dann den Todesstich eigentlich gegeben am Langnauer Geschirr. Sie sind lieb und leblos geworden. Und meine Aufgabe war es eigentlich, gewesen, das hat immerhin 15 Jahre gedauert, das Langnauer wieder dort herzuführen, wo es ursprünglich hergekommen ist. Eben, und das hat ja auch das Heimatwerk hat die neue Stucki-Serie aufgenommen. Das ist also völlig etabliert. Aber jetzt macht ihr seit einiger Zeit nicht mehr Geschirr, sondern, wie sagen ihr denn, Töpferplastiken. Ja. Wir sehen da jetzt gerade, ihr seid in der Arbeit. Wir haben euch in eurem Atelier besucht. Tut ihr alles auf der Töpferscheibe machen, all diese Plastiken? Ja, alle meine Plastiken sind auf der Töpferscheibe gemacht. Und zwar hat immer jede Plastik hat einfach den Zylinder als Grundform. Da seht ihr, das könnte jetzt ein Kegel sein und das gibt die letzten Endes eine Tube. Eben, ja, es könnte Blumenvase geben. Es könnte Blumenvase geben, ja. Jetzt tue ich die Form schliessen und da sehen wir jetzt schon, wie ich den Boden aufsetzen und das, was ich vorhin abgeschnitten habe, nämlich der Kopf und der Hals, kommt jetzt oben drauf. In Wirklichkeit geht das natürlich viel länger. Wir haben hier recht zusammengerafft. Ja, ja. Also da muss ich jetzt sagen, da bin ich eigentlich auch in meinem Grundsatz ein bisschen untreu, indem ich versuche, so viel wie möglich aus einer Grundform zu drehen und so wenig wie möglich darauf applizieren. Oh schön, jetzt sind das, was ihr vorhin gemacht habt und die Fertigen. Und die Fertigen, die sind jetzt mit Strukturen versehen und mit der Glasur. Hier sehen wir den Peluk, der Flötenspieler. Das ist eine ganz kostbare Glasur, weil die ihm, es ist kostbar, nicht weil sie teuer ist, sondern weil sie ihm sehr selten glänzt. Thank you.
aufgespielt hat nach dem leider viel zu kurzen Besuch beim Jakob Stucki, im Töpfer, dem Emmentaler Hausmusik mit dem Schottisch aus Gotthelfs Zeiten. Hinter mir parat sind die gemischten Chöre von Langnau und sie warten auf ihren Auftritt für einen Emmentaler Hochzeitstanz. Und jetzt kommen wir zu einem sehr gefreuten Teil. Ich darf den Wanderweg vorschlagen, wo die Schüler von der 6. Primarklasse vom Lehrer Stritt, dort unten kann ich es ablesen, zeichnet und illustriert haben, muss man schon fast sagen. Herr Neuschwander, ihr habt als Lehrer und Wanderer den Vorschlag gemacht. Könnt ihr den Zuschauern daheim erzählen, wo es durchging durch die schöne Landschaft im Emmental? Wir marschieren um den Frittenbach herum. Wir fahren hier an beim Küchlihaus, gehen auf die Dörrschrütti, zu der Dörrschrütti Tanne. Gehen nachher über Höger und Ecken weiter bis auf Trafrütti. Trafrütti ist der höchste Punkt, 1200 Meter. Wer den Rucksack mit Gepäck und zu essen hat, tut dort essen. Wer das nicht hat, kann auf die Lüderalp essen. Von der Lüderalp kann man zurück über die Langenegg, über die schönen Bauernhöfe und wieder zurück auf Langnau zum Küchlihaus. Es ist ein Wanderweg, der 5 Stunden lang geht. Die Illustrationen hier, die sind fantastisch. Die Natur ist noch viel schöner. Kommt und schaut mal im Emmental umeinander. Es hat hier bei uns, ihr habt bereits ein paar Mal einen Maler gesehen, das ist Frau Lütti, die Illustrationen gemacht hat von unserem Festplatz. Vielleicht kommen die Kinder dann auch mal so weit wie Frau Lütti. Ich gebe zu der Margrit. Die wunderschöne Delegation von unserem nächsten Übertragungsort von Brieg hat gerade ein musikalisches Kostpröbli mitgebracht, nämlich Tambouren und Pfeifer vom Mund. Die 4 Personen hier heissen alle Borter, Herr Borter, der hat für den Gemeindepräsidenten
Gemeinde etwas mitgebracht. Was ist das? Wir haben im Namen der Stadtgemeinde Brieg und des Verkehrsvereins der Stadt Langnau und dem Präsidenten ein kleines Präsent überreicht. Es ist ein altes Bild, ein Stich von Brieg vom 13. Jahrhundert. Und dann das Stockhalperschloss, das Herzfabrik, eine kleine Erinnerung zum Lesen. Und wird dir hier stellvertretend ein kleines Geschenk überreichen von der Truppe oder der Gruppe von Mund, von der Tambor und Pfeifer. Das ist eine Nachbildung von der Pflanze, von einer Safranpflanze, die von den französischen Kriegen ist und die hier der Gemeinde als Andenken von Mund überreicht wird. Herr Lichti, habt ihr noch Wort? Fast gar keine mehr. Ich muss offen gestehen, das ist eine wahnsinns schöne Überraschung. Ich danke euch sicher im Namen von allen, die hier trotz Regen jetzt anderthalb Stunden gefroren haben und daher gekommen sind, dass ihr zu uns gekommen seid. Ihr seid sicher schauen, wie das einem jemand geht, wenn das Fernsehen kommt. Ihr habt das noch vorstellen. Ich hoffe euch nur viel mehr Sonnenschein, wo man spürt. Und nicht wie wir hier Regen. Herr Lichti, der Mond wäre. Herr Lichti, ihr habt es hinter euch. Die Langnauer haben es hinter sich. Die Walliser haben es noch vor sich. Sie haben immer noch eine sämtliche Chance, dass dann dort schön Wetter ist. Denn wir werden uns sehen in 6 Wochen am 28. Juni im Wallis, in Brieg, im Stockhalper. Und dafür Langnau für Zemmital gibt es ein Lied. Das Lied, man kann fast sagen, es ist das, was alle können. Und ich wette, ihr würdet das wörtlich nehmen und jetzt alle mitsingen. Wenn wir singen, nie geht es so schön und lustig. Bis in 6 Wochen also. Bis dann, nehmt es streng und habt es schön.